Ja, Benni, es ist tatsächlich so, man kann ohne grossen Aufwand feststellen, dass es zwei verschiedene Formen von Humor gibt. Es gibt einen Humor, den die Frau mehr anspricht und einen, den der Mann mehr anspricht. Wir sehen da zum Beispiel jetzt gerade auf dem Bild, auf der Einspielung, wie Mann und Frau unterschiedlich, ganz unterschiedlich auf Humor reagieren. Na, wenn wir einen zurückgehen. So, da sehen wir zum Beispiel Roberto Blanco mit seiner Frau, er rechts im Bild. Und Sie sehen, die lachen über zwei ganz verschiedene Sachen. Warum ist das so? Ich habe das mal schnell aufgezeichnet für Sie. Es sieht wie folgt aus. Der Mann, das muss man wissen, hat ja, ist ja nicht einfach von Anfang an Mann gewesen. Er hat ja angefangen als Affe. Wie viele hat er ganz klein angefangen? Viele sind immer noch Affen. Aber er hat als Affe angefangen und hat sich langsam einen aufrechten Gang zugelegt. Ist immer stolzer geworden. Hat dann vielleicht Waffen gebastelt. Oder sogar Golfschläger. Und ist dann ziemlich klein Generaldirektor von einer Grossbank wurde oder vom Fernseher. Das ist die Entwicklung des Mannes. Andererseits die Entwicklung der Frau nicht unähnlich. Sie hat auch als Affe angefangen, das wissen wir. Hat sich aber schon gleich angefangen darum interessieren, wie es im Dorf zu und her geht. Hat geschaut, dass es keine, oder dass es Intrigen gibt im Dorf. Und hat sich auch Beeren gesammelt und ist ganz anders interessiert wie der Mann. Ein Mann wird zum Beispiel nie eine schöne Wohnung kaufen oder so etwas. Aber Frauen, die haben ein irrsinniges Flair für das. Und jetzt werden sie sich vielleicht die Haie fragen, ja nein, das kann ja nicht sein, das ist ja frauenfindlich. Moment, Moment. Ich kann Ihnen das beweisen. Schauen Sie mal da, ein Beispiel aus der Natur. Wir haben hier ein Eisbären-Weibli bei der Haushaltsarbeit. Und Sie sehen ganz deutlich komplett anderes Verhalten als jetzt zum Beispiel ein Eisbären-Männli, das dann ganz aufrecht und in einer aggressiven Pose würde dastehen. Trotzdem suchen Mann und Frau Beziehung und fangen zum Beispiel an heiraten. Können wir miteinander, nehmen wir hier so ein Bild, da kommen wir mal, so. Können wir miteinander zusammen? Wir haben hier Bernie Ecclestone mit seiner kroatischen Stabheuschrecke, Slavica. Und bei da, die Beziehung ist dann auseinandergegangen, weil die haben auf einem ganz anderen Niveau diskutiert. Sehen Sie das? Die reden auf einer ganz anderen Ebene miteinander. Das ist häufig bei Mann und Frau der Fall. Wir haben hier ein Bild aus der jüngeren Gegenwart, muss man sagen. Das war eine Livienbeziehung. Also der Chris von Rohr und seine Frau, nicht Tochter. Schauen Sie mal, wenn Sie das Bild genau studieren. Rein jetzt vom optischen her, vom Eindruck, dunkt mich einfach vom Gesicht her. Ja? Man kann sich jetzt auch vorstellen, wie er aussieht, wenn er nicht lacht. Tun wir es nochmal schnell anschauen. Also, sehen Sie, er hat etwas, das mir bekannt vorkommt. Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, wie der Chris aussieht. Er hat übrigens heute Geburtstag, gratuliere Chris. Wie er aussieht, ohne sein Fun-Tool da oben drauf. Jetzt, wie sieht es im Hirn von einem Mann überhaupt aus? Zu dem Zweck muss man zuerst einmal den Schädel lokalisieren. Das ist einfach stellvertretend für verschiedene Männerhirne, ist da drin jetzt eine Röntgenaufnahme. Und ich werde Sie fragen, vielleicht mal im Publikum, Sie die können auch antworten, wenn Sie gerade in den Sinn kommen, welches Thema beschäftigt den Mann am meisten? Was ist im Zentrum des männlichen Hirns? Spontane Meldungen. Sex. Jawohl, das hat eine Frau gesagt. Sex ist das, was am meisten genannt wird, aber glauben Sie mir, im Zentrum des männlichen Hirns ist nichts. Im Zentrum des männlichen Hirns ist das sogenannte Zentral-Nichts. Nichts. Der Mann will nicht zwingend Sex. Er redet gerne davon. Das macht er schon. Aber wenn einer 8 Stunden im Büro war und heimkommt, dann will er nicht nur Sex. Und mindestens nicht zuhause. Dann ist er auch müde, oder? Am liebsten sitzt er in seinem Fernsehsessel und man muss sich vorstellen, wie wenn er in einer Art, sagen wir jetzt mal, Museum wäre. Er ist in dem Museum und schaut sich seine Bilder an. Ein ganz grosses Bild, das den Mann interessiert, ist. Kommt Ihnen in den Sinn? Fußball. Ja, Fußball ist ein Riesenthema, Bier ist ein Riesenthema, Autos sind ein Riesenthema. Und Sie sehen jetzt schon, in dem Moment, wo die verschiedenen grossen Bilder auf das Zentralnichts einwirken, wird der Mann unruhig, dann wird er zappelig. Dann kann er auch niemanden vertragen, der vor dem Fernseher durchläuft und irgendwie etwas rumfiguriert. Ein Deckchen zu Weg macht, das will er nicht einmal. Vorne dran, gerade da vorne, ist die sogenannte Beziehungsgesprächsvermeidungszone. Und Hochzeitstagsverdrängungszentrum. Der Mann verdrängt den Hochzeitstag extrem schnell. Er ist nicht taktet für das. Er hat aber eine ganz kleine Stelle in der Mitte drin. Sehen Sie das rote Herzchen? Ganz, ganz klein ist das. Das ist der ohne schlechtes Gewissen einfach so Blumenkauf drin. Kein Mann kauft sich
Blumen selber und schon gar nicht in einer Frau. Das macht er nur, wenn er ein schlechtes Gewissen hat. Er kauft sich vielleicht mal ein neues Auto oder eine Eishockey-Ausrüstung, aber doch sicher keine Blumen. Eishockey-Schläger ist etwas, das er sich so für sich kaufen würde, einfach weil er es gerne hat. Schöne Sachen um sich herum. Wir haben hier vorne noch den Job. Das ist auch ein Thema, das den Mann relativ stark interessiert. Muss er ja in der heutigen Zeit, vor allem wenn er Generaldirektor von einer Bank ist oder so, dann interessiert ihn auch zum Beispiel die Abfindung. Das habe ich schon mal erklärt hinten dran. Beziehungsgesprächsvermeidungszone ist riesengroß. Der Mann will kein Beziehungsgespräch führen, vor allem auch nicht mitten in der Nacht, am Morgen um 3. Warum nicht? Weil das Schlafzentrum ist relativ gross. Der Mann hat ab Werk 8 Stunden Schlaf zu gut. Und die will er einziehen. Die will er einziehen, weil kein Gespräch am Morgen um 3. Das will er nicht. Er will keine kalten Füße an seinen Oberschenkel spüren am Morgen um 3. Und er will auch niemanden hören, der sagt, du, ich habe kalte Füße, gib mir warm. Das ist nicht drin beim Mann. Er ist nicht programmiert auf das, das müssen Sie wissen. Und dann haben wir hier unten Haushalt. Schauen Sie sich mal anschauen, wie klein das Ding Haushalt ist. Ja? Das ist etwa so gross wie ein Marienbild in einem Seat Ibiza aus dem Aargau. Ganz, ganz winzig klein. Der Mann interessiert sich nicht für Haushalt. Und meine Frau sagt etwa, du hast jetzt in einer Woche 8 weisse Hemden gebraucht und die Woche hat nur 7 Tage. Kannst du mir das erklären? Dann sage ich, ja, ich wechsle die Hemden, schmeckt dafür auch fein. Dann sagt sie, ja, halt mal, wer wäscht denn das? Hast du auch schon mal überlegt? Wer wäscht die ganzen Hemden? Dann sage ich, ja, die Maschine. Und dann sagt sie, ja gut, und wer legt es zusammen? Ja, da habe ich natürlich recherchiert und habe gerade ein Beispiel gefunden, wie man das machen kann. Sehen Sie, wenn man jetzt ein bisschen mit einer positiven Grundhaltung an so ein Problem angeht, dann kann man zum Beispiel jetzt da in dem Fall ein T-Shirt locker zusammenlegen. Aber wenn Sie schon in einer negativen Stimmung den Haushalt machen, dann müssen Sie es vergessen, dann werden Sie nie Freude bekommen daran. Meine Damen, nehmen Sie es doch sportlich, schauen Sie es als Kunstform an. Nur so können Sie Freude am Haushalt haben. Dann haben wir hier einen weiteren kleinen Punkt, ganz einen kleinen, das ist die Zuhörfähigkeit. Der Mann kann nicht gut zuhören, weil er das nie gelernt hat. Von klein auf hat er das nie gelernt, das ist klar. Darum fahre ich auch so gerne mit unserem Hund Auto. Weil der sitzt hinten im Körbchen, der sagt kein Wort. Der hat noch nie gesagt, du fahrst schnell. Der hat noch nie gesagt, können wir anstelle von dem Free Jazz Robbie Williams schauen. Der hat noch nie gesagt, hast du vor mir schon einen anderen Hund gehabt? Der macht das nicht. Und das ist sehr, sehr angenehm, jetzt gerade beim Hund. Dann haben wir da als nächstes Benissimo. Sehen Sie, Benissimo ist jetzt auch ein Thema, das den Mann nur ganz am Rand interessiert. Es hat ja wenig Sport drin. Außer die Kugeln, die gefallen ihm natürlich. Aber er hat mehr das Körper betont. Gern. Die Romantikwurzel ist beim Mann eben sehr klein. Ganz klein. Sehen Sie, das ist jetzt die von einem Achtjährigen, von einem, der 8 Jahre verheiratet ist. Da in der Mitte, die Romantikwurzel. Die war natürlich früher noch schon gross, gewesen, riesig. Aber im Verlauf dieser 8 Jahre tut die einschrumpfen. Die wird dann so wie nehmen wir an, wenn Sie eine Soße auf dem Herd lang stahlen, die reduziert sich. Sie ist dann schon gut, aromatisch, ist gut, oder? Aber reduziert einfach. Das ist die Romantikwurzel. Dann haben wir hier oben das Einkaufstaschen-Schleppbedürfnis. Schauen Sie, wie klein das ist. Der Mann kauft nicht gerne ein. Er tut vor allem nicht gerne Einkaufstaschen schleppen, egal wie es aussehen. Das ist ihm alles fremd. Das braucht er nicht. Er hat nicht gerne Abendverkauf und so Sachen. Und dann da die Sitzpinkel-Einsicht, die ist sehr klein und das hängt einfach damit zusammen, das müssen Sie wissen, meine Damen, der Mann ist anders konstruiert wie eine Frau. Und das ist, der hat einen Produktevorteil, den die Frau nicht hat. Das ist wie wenn man in einem Audi 450 PS hat, dann will er die rauskützeln, die 450 PS. Das ist der Mann einfach. Da müssen Sie auch nicht lange drüber nachdenken. Es ist einfach so. Und dann da ganz vorne, das finde ich ein ganz interessantes Phänomen, das ist Charles Allen. Sagen Sie den Namen Charles Allen etwas? Das ist der Hundekoiffeur, der Daniela Lager vom 10 vor 10 Frisur versaut. Ja? Kostet Schweinegeld, aber sie ist nachher im Eimer. Und jetzt zeige ich Ihnen mal ein Beispiel zeigen, oder? Wenn Sie das jetzt mal anschauen, Sie konzentrieren sich bitte und ich frage Sie jetzt, was war es für eine Blume gewesen? Ja, sorry, die Blume ist genau dort angemacht, wo die Haare angemacht sind. Kein Mensch kann mir sagen, was es für eine Blume ist. Und das beweist doch, sehen Sie, es ist ein Margritli, ist ja eine einfache Blume. Aber kein Mann schaut auf die Frisur. Meine Damen, alles, was Sie in Sachen Frisuren ausgeben, ist für die Füchse. Kaufen Sie Ihrem Mann lieber eine neue Eishockey-Ausrüstung. Aber doch sicher, geben Sie das Geld nicht so
unsinnig aus, gerade in der heutigen Zeit nicht. Ja, Sie sehen, der Mann ist ein relativ komplexes Gebilde, weil er ja in seinem Museum lebt und seine Bilder schätzt. Und gleich, wenn man es jetzt mal mit der Frau vergleicht, ist er relativ einfach konstruiert. Sehen Sie, die Frau, ein hochtechnisches Hightech-Fun-Tool, das mit Fingerspitzengefühl muss dahinter gehen, um die richtigen Töne rauszulocken. Und der Mann, ganz einfach, total einfach, ein kleiner Knopf. Und das Geniale daran ist, man sieht immer gerade, ob er im Betrieb ist oder nicht. Frank Baumann! Merci vielmals. Ich habe noch eine Frage. Ja. Wie war das mit dem Reiber zusammenlegen? Das ist natürlich ein Fuhlen im Film. Und es ist eine Frau, kann das ein Mann, kannst du das auch? Ganz schnell hast du gesagt. Ja, sicher. Wir müssen doch ein bisschen, eine Herausforderung schaffen für dich. Kann man das wirklich so schnell zusammenlegen? Ich zeige dir das mal. Also bei dir als Junggeselle ist es ja weniger riskant. Ich sage einfach, wenn einer verheiratet ist, sind vorsichtig. Weil es könnte sein, dass die Frau sagt, das ist super, du kannst das ja jetzt. Und dann sind sie aber geliefert, dann müssen sie es immer machen. Also ich zeige es Ihnen schnell. Wichtig ist, dass Sie die positive Grundhaltung haben. Sie gehen hin, versuchen in der Mitte zu sein, sich ein bisschen entspannen. Und Sie müssen das Liebli müssen Sie als Freund sehen. Wenn Sie gerade sagen, Scheiße, schon wieder Liebli zum Zusammenlegen, dann geht es nicht. Sie müssen also positiv dran hin, positive Grundhaltung haben. Und dann heben Sie sie so, tun Sie gut auf, pass, ich zeige es nur einmal. Und dann machen Sie so. Und dann ist es zusammengelegt. Also ein bisschen guter Wille braucht es dann schon. Frank Baumann! Danke für das Zuhören!